Dracula, die Mumie, Scaramanga, Count Dooku und Saruman. Ein Charakterdarsteller der alten Garde, dessen Werdegang alles andere als unbeschwerlich war. Das war Christopher Lee. Das war Christopher Lee für mich persönlich, als auch, und ich schätze mal, das darf man so formulieren, auch für uns, für Filmliebhaber, Cineasten und Cineastinnen, Filmsammler und natürlich auch für Gelegenheitsfilmfreunde. Ein Mann, der auch im hohen Alter bis hin zu seinem Tod mit nunmehr 93 Jahren immer noch Ehrfurcht, Respekt, Autorität und Gnadenlosigkeit ausstrahlte, wenn es darum ging, einer dunklen, einer finsteren, einer oft nur auf dem Papier existierenden, leblosen Rolle eben genau jenes einzuhauchen. Leben. 1922 in Großbritannien als Sohn eines britischen Offizieres und einer Gräfin geboren, war ihm das Schauspiel an sich alles andere als in die Wiege gelegt. Es passte nicht zum Familienstammbaum, es passte nicht zum gesellschaftlichen Status der Familie. Und genau das ist ja etwas, was wir uns heute kaum bis gar nicht mehr vorstellen können. Lee begann seine Karriere dann im Alter von 25 Jahren und sie führte ihm auch das ein oder andere Mal an ein deutsches Filmset einer entsprechenden Edgar Wallace-Verfilmung. Und dort wurde er meistens als Polizist in Szene gesetzt aufgrund seiner Körpergröße von 1,96 Meter. Seine Körpergröße als Autoritätsmerkmal wurde also perfekt inszeniert. Internationalen Erfolg erlangte Christopher Lee dann durch die Verkörperung des Grafen Dracula und bekam somit, wie andere Schauspieler übrigens nach ihm auch, seinen ersten Fuß in die Tür von Hollywood durch den klassischen Horrorfilm. Sein Freund und Frankenstein-Darsteller Boris Karloff riet ihm damals, bleib bei den eher dunklen und düsteren Rollen. Diesen Rat befolgte Christopher Lee und jetzt kann man es im Nachhinein auch sagen, es sollte ihm zu einer steilen Karriere verhelfen. Er hat es ja wirklich jedem gezeigt. Er nahm es mit James Bond auf, bekam es mit Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi zu tun. Er fluchte gegen Zwerge, Elfen, Menschen und andere mystische Wesen in Peter Jacksons Mittelerde-Trilogien und war auch für den Zuschauer selbst immer das Maß für das gewisse Etwas. Eine exzentrische Ausgeburt aus dem tiefsten und dunkelsten Tal, wie man Christopher Lees beispielslose Art, Charaktere in eine dunkle Aura zu hüllen, wohl nicht besser formulieren kann. Auch wenn Lee zu seinen Lebzeiten nie einen Oscar gewann, so schmälert dies nicht seine Leistung als international etablierter Star. Vielleicht ist es eben sogar seine größte Auszeichnung, dass er es zu solch beachtlichem Weltruhm gebracht hat, ohne sich in dem undurchsichtigen Netz von Hollywood zu verheddern und zu verstricken und eine konformistische Haltung anzunehmen, die sich auch höchstwahrscheinlich mehr als negativ auf seine Filmkarriere ausgewirkt hätte. Christopher Lee, für mich eine Ikone wie Sir Alec Guinness, ist von uns gegangen. Doch seine Filme werden auf ewig Bestand haben und uns daran erinnern, was Filmkunst einst ausgezeichnet hat. Wir müssen, und das ist der einzige Haken an der Geschichte, nur hinschauen. Und deshalb dürfen wir auch Altes und Vergangenes nicht als selbstverständlich oder unwürdig abtun. Was heute, jetzt im Jahr 2015 modern ist, ist morgen veraltet, vergangen und leider Gottes in Augen vieler dann auch wertlos. Doch wir werden es unseren Kindern schuldig bleiben, ihnen beizubringen, dass es Schauspieler wie Christopher Lee waren, die den Film von morgen überhaupt erst möglich gemacht haben. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Ein Blick zurück schadet nie und erst recht nicht, wenn er unser Augenmerk auf das bewegte Leben von Christopher Lee lenkt.